Wir sind das Projekt Walpaka, bestehend aus Simon, Peter, Felix, Emilia und mir, Max. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn man so auf Instagram ab und zu Werbung bekommt, ja, hier möchten Sie bei uns abstimmen über irgendwelche Wahlen für Bundestag oder sowas, muss man sich meistens anmelden und das fanden wir doof, plump gesagt. Das heißt, wir haben dann uns die Lösung gestellt, eigene Webseite machen, wo diese Hürde von der Anmeldung komplett gestrichen wird. Dazu haben Emilia, Felix und ich das Frontend gemacht und Simon und Peter haben das Backend gemacht. Und Peter wird jetzt auch mit dem Backend fortfahren. Also fürs Backend haben wir Node.js als die Technologie, die wir benutzen möchten, gewählt. Dann auch haben wir Express Framework benutzt, der uns die Entwicklung vereinfacht. Um die Kommunikation zwischen Backend und Frontend zu ermöglichen, wurde eine API entwickelt, auch im Node.js, die ermöglicht auch zum Beispiel Apps von Drittanbietern auch die Verbindung mit diesem Backend. Und als Proof of Concept haben wir nicht die reale Datenbank benutzt, sondern nur auch eine JSON-Datei. Jetzt wird Felix etwas über das Frontend sagen. Genau, das Frontend, also das, was man später sieht, davon gab es zwei Versionen. Die erste Vers oder beide Versionen wurden einmal mit HTML programmiert. Das ist halt sowas, damit die Website am Ende steht. Und die eigentliche Programmierung war auch in JavaScript bei beiden. Und der einzige Unterschied ist die Gestaltung. Halt bei der ersten Version wurde das Ganze mit CSS gemacht und bei der zweiten mit SASS. Und ich habe mich so ein bisschen in das CSS reingefuchst und da haben wir auch genau das bei rausgekommen. Genau. Achso, nee. Ja, okay, also das ist unsere erste Webseite, die haben wir drei erstellt, also praktisch erstellt. Da kann man eben auch abstimmen und dann gibt es halt leider noch kein richtiges Ergebnis. Aber das war klar. Okay, meine. Ja, genau. Dafür haben wir ziemlich lang gebraucht. Als zweite Webseite haben wir eine etwas andere als aussehende Webseite gemacht. Wenn man auf die Admin-Seite geht, kann man eine neue Umfrage erstellen. Einfach die Frage angeben und dann kann man beliebig viele Antworten hinzufügen. Einfach auf Bestätigen drücken und dann wird das übernommen. Wenn man wieder auf die Startseite geht und auf aktuelle Umfrage, kann man selber teilnehmen. Und dann sieht man das Ergebnis der Umfrage in einem Balkendiagramm. Ja, also das ist dies, was wir geschafft haben. Vielleicht hat es jemand entdeckt. Auf der Administratorseite stand auch etwas von neuer Gruppe. Das ist ein zukünftiger Plan, der für mehr Zeit als Idee wäre. Also praktisch Gruppen mit verschiedenen Leuten, in denen wir halt immer neue weitere Umfragen erstellen können, ohne dass eben halt jeder zu dieser neuen Umfrage finden muss. Außerdem würden wir gerne erarbeiten, dass jede
Umfrage auch mehr als nur eine Frage haben kann. Zusätzlich wollen wir auch, dass wir haben hier später noch einen QR-Code, der eine mehr als 50-prozentige Chance hat zu funktionieren. Dasselbe gilt dafür, dass, wie es viele gesehen haben, dass Yay an der richtigen Stelle ist. Auch 50-prozentige Chance, dass es hinhaut oder nicht. Ja, das ist es auch schon so ziemlich. Ah ja, und natürlich auch ein besseres Passwort, denn Plaintext in Code ist tatsächlich nicht die beste Möglichkeit.